Hallo liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Heute mal ganz überraschend, schon eine Woche nach dem letzten Video, das nächste. Und ich habe euch ja gesagt, ich werde wahrscheinlich sowieso noch ein Themenvideo machen zu diesen LED-Leuchten. Ich habe euch ja das letzte Mal hier meine Hauptleuchte vorgestellt, das ist diese dreigeteilte, und habe euch einiges über Vor- und Nachteile berichtet. Ich habe ja noch meine Nebenleuchte, das war die erste, die ich erworben hatte. Gleiche Leistung, gleicher Lumen-Output, also die Lichtabgabe, die ist recht kräftig, mein lieber Mann. Sehr, sehr viel Power. Und diese zweite Leuchte, die betreibe ich auch mit einem weißen Durchlichtschirm. Die soll eigentlich nur dafür da sein, hier jetzt meine linke Seite aus eurer Sicht gesehen aufzuhellen, um mein Hauptlicht berührt dann hier den gesamten Arbeitsplatz, in dem ich dann Produkte vorstelle. Also so ist das gedacht. Heute noch ein kleines Zusatzexperiment. Ich habe eine Zweifachlinse aufgeschraubt. Ich versuche damit denselben Videoeffekt auch von der Verzerrung des Videos her zu erzielen, wie mit meiner D7000 Nikon, wie ich das damals hatte. Ihr wisst ja, die Smartphones, die haben immer ein bisschen einen sehr starken Weitwinkel und man wirkt immer ein bisschen aufgeblasen, und das versuche ich damit in den Griff zu kriegen. Ich hoffe, es gefällt. Ich habe einen sehr positiven Eindruck von dieser Linse. Also das müssen wir jetzt mal schauen, wie das funktioniert. Nun, jetzt will ich aber nicht weiter rumlabern. Das letzte Mal habe ich ja auch schon alles doppelt und dreifach erzählt. Das möchte ich jetzt vermeiden. Weitere Erläuterungen in den einzelnen Videoteilen. Es gibt hier dann auch wieder einen Timecode, wen was interessiert. Ihr werdet überrascht sein, was diese Leuchten leisten. Auch für die Fotografie, das darf ich euch jetzt schon sagen. Aber schaut selbst. Kommen wir mal zur Lichtmessung Baerbalb, das bedeutet also ohne einen Lichtformer vorneweg. Hierzu benutze ich wie immer meinen Gossen Digi6, den ich mir auf mein berühmtes Einbeinstativ aufpflanze, das eben einen Dreifuß hat. Deswegen steht das Ding auch so stabil. Da ist der kleine Kerl nochmal. Und dann schauen wir einfach mal, was sich so ergibt. Hier muss ich jetzt übrigens nicht ganz genau zentriert zu der Lichtquelle arbeiten. Das ist eine Flächenleuchte. Ich muss einfach nur wirklich plan draufhalten und so ziemlich in der Mitte bleiben, damit die Messung zuverlässig ist. Dann zurre ich das Ganze nochmal fest, richte es einigermaßen aus und dann wird auch genau der Meter abgemessen, den ich euch hier verspreche. Schauen wir uns das Ganze mal dann an. Also so sieht das dann aus und hier passt es noch nicht so ganz genau. Dann werde ich es eben noch ein paar Zentimeter nach hinten setzen und dann ist das soweit in Ordnung. Der Abstand zum Hintergrund ist unerheblich. Kurz ausmachen, wieder einschalten. Da ich in der Zwischenzeit noch was zu erledigen hatte, dann baue ich das Ganze hier wieder zusammen und als kleine Kontrollinstanz nehme ich mir, was ich auch gerne für dauerlich benutze, meinen alten Sixtomat. Und dieses Teil ist ein Selenbelichtungsmesser und lacht nicht, der funktioniert heute noch einwandfrei. Hiermit messe ich jetzt ungefähr eine F5,6 im Dauerlicht bei der 125. ISO 100. Also die 125. interessiert ja jetzt bei Dauerlicht weniger. Ich gebe es einfach nur an, in dieser Belichtung könnte man auch fotografieren. So, und das funktioniert. Das ist also einwandfrei und hier haben wir diesen Wert. Jetzt spanne ich dann mal den Schirm davor und dann schauen wir uns hier das Messergebnis an. Und da werden wir zuerst auch mal sehen, dass sich das Ganze erheblich verdunkelt. Also der Schirm, der nimmt dem Ganzen tatsächlich einen Stopp. Und wenn ich mich jetzt so dann vor das Licht bewege, dann werdet ihr auch bemerken, dass der Schatten plötzlich ganz anders ausschaut. Der ist viel weicher geworden und mein Gesicht zeichnet besser. Also haben wir hier jetzt einen anderen Blendenwert und wir müssten jetzt hier eine offenere Blende erzielen können und das wäre dann eine F2,8 bei ISO 100 und das ist auch das, was ich abgeschätzt habe, also zwei Drittel bis einen Stopp. Die Lichtwirkung sieht nun mal so aus. Ich habe also hier so eine Art Schaumstoffkopf, den ich immer zum Einmessen auch für meine Videos benutze, um die Schärfe zu regulieren. Den schraube ich dann mal auf meinen 3D-Druckspieß auf und das auch alles auf meinen Einbeinstativ, dann habe ich hier noch zur besseren Kontrastierung mal so eine alte Motorrad-Lederkappe aufgesetzt. Das messe ich auch noch mal kurz aus. Das hat jetzt so ungefähr dann die gleiche Entfernung wie der Belichtungsmesser zum Hintergrund. Und dann schauen wir mal. Da machen wir jetzt ein Foto davon mit meiner D7000 und das wäre das Ergebnis. Also das ist jetzt mit ISO 100, 125. Sekunde eine F5,6. Wir könnten hier sogar noch einen halben Drittel bis einen halben Stopp runtergehen.
dann setzen wir den Schirm auf. Und da haben wir natürlich denselben Effekt, wie wir das vorhin auch hatten. Der Schatten, der wird an und für sich deutlich weicher. In dem Gesicht beginnt man mehr Zeichnung zu sehen. Und tatsächlich wird das also deutlich dunkler. Und ich habe hier die ISO jetzt dann auf 200 erhöht, damit wir einfach hier den Effekt besser beobachten können. Aber hier ganz weiche Schatten in alle Richtungen. Sehr zufriedenstellend, sehr schön, um damit auch in der Fotografie zu arbeiten. Schauen wir uns mal den Lichtkegel mitsamt dem Abstrahlwinkel an. Und das seht ihr hier. Das ist also auch diese ISO 200, eine 125. Sekunde mit einer 5,6 fotografiert. Der Kern des Lichtkegels ist elliptisch, weich auslaufend, kreisförmig nach außen. Also man sieht eigentlich fast gar nicht, dass es elliptisch ist, zumindest auf diesem Bild nicht. Der Abstrahlwinkel beträgt ungefähr 120 bis 140 Grad, also keinesfalls 180 Grad wie angegeben. Ja, liebe Freunde, kürzer und knapper geht's ja wohl nicht mehr. Und da gibt's auch gar nicht viel noch nachzumessen. Außer jetzt vielleicht dem CRI-Wert oder so etwas. Aber dazu fehlt mir die Messgeräte. Und das ist mir eigentlich auch egal. Denn ich finde, diese Leuchten sind gut geeignet für den Amateur oder den Semi-Profi, der gar nicht viel einstellen will, sondern gleich losfilmen. Für den absoluten Videoprofi ist sowas nichts. Das ist doch ganz klar, der will halt regeln und machen und tun. Ja, ich werde euch am Ende dieses Videos jetzt noch eine Auflistung bringen, was Pro und Contra ist an diesen Teilen. Das wird also auch sehr anschaulich sein und auch sehr kurzweilig. Und damit möchte ich mich von euch jetzt schon verabschieden. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like hinterlasst, wenn ihr ein Abo schaltet, mir eine kleine Spende auf Patreon zukommen lasst oder sogar vielleicht meine Wishlist von Amazon, die ihr in den Kommentaren findet, eine Berücksichtigung findet. Da könnt ihr mir dann auch eine kleine Spende zukommen lassen. Tja, das war's dann für heute. Ich freue mich, euch das nächste Mal wiederzusehen. Euer Alex Schwarz.